Mose hat, nachdem er in der Gegenwart Gottes war, sich eine Decke aufs Gesicht gelegt, weil er hat ein reales Strahlen, er hat gestrahlt, nachdem er auf dem Berg war. Und dann ist dieses Strahlen wieder weggegangen. Und weil er nicht wollte, dass das Volk Israel sieht, dass dieses Strahlen wieder weggeht, hat Mose sich eine Decke übers Gesicht gemacht. Kannst du im 2. Korinther 3 nachlesen. Und wenn Paulus nun schreibt, dass wir mit unverdecktem Angesicht da sind, bedeutet das, dass wir nichts präsentieren müssen vor ihm, was wir nicht sind. Du musst nicht so tun, als ob du immer scheinst und glänzt und perfekt bist, sondern du bist in der Gegenwart Gottes so, wie du bist. Du musst nicht wie Mose was drüberlegen, sondern du kannst vor Gott sein, so wie du bist. Mit allem, wer du heute bist. Wie dieser türkische Mann gesagt hat, der erlebt hat, dass Gott gesagt hat, so wie du bist, liebe ich dich. Du kannst heute hier mit deinem ganzen Zorn, mit deinem ganzen Ärger, mit deiner ganzen Schuld, mit allem, was dich bewegt, mit auch allem, was dir fehlt, wo du merkst, Mann, ich liebe nicht. Ich bin gar nicht hungrig nach dir. Ich brenne gar nicht. So sitzt du vor ihm, in seiner Gegenwart, ohne Scham, ohne Verdammnis. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg zum Thron der Gnade ist frei. Du bist schon angenommen, so wie du bist. Und du kommst in dieser Echtheit. Und zwar nicht nur einmal am Sonntag, sondern das ist der Lebensstil, den wir praktizieren. Dafür schaffen wir zeitlich Raum. Cancel einfach eine Netflix-Serie, wenn notwendig. Schaffe Raum dafür. Dass du hineintrittst, auch für dich im Alltag, in diese Gegenwart Gottes. Und wenn sie kommt, dann sei in dieser Gegenwart, so wie du bist. Ohne, im Englischen ist es dieses Wort striving, ohne zu rödeln, ohne Hast, ohne Druck.